Wir sind auf dem Arera Camper in Mazarrón, Spanien. Und wir haben den 31. Oktober, super Wetter, Sonnenschein, um die 28 Grad. Aber darüber wollte ich heute nicht berichten. Wir haben hier wieder getroffen Simone und Udo. Über die beiden habe ich ja schon mehrfach berichtet. Und jetzt haben die beiden sich verändert. Sie nicht persönlich, sondern sie haben ein anderes Mobil. Und das möchte ich euch heute zeigen. Herzlich willkommen zu dieser Reportage. Ja, ihr beiden, da seid ihr mal wieder. Wir haben uns ja jetzt länger nicht gesehen, aber doch immer wieder erkannt. Simone, Udo. Jawohl. Ja, hallo. Erzähl mal so ein bisschen über euch. Ihr seid ja noch keine Rentner, ihr seid was? Ja, also wir haben uns jetzt mal eine längere Auszeit genommen und sind mal wieder unterwegs und haben sozusagen eine Reise gemacht, mal an der Küste entlang. Es ging von den Niederlanden, also von Deutschland zu Niederlande, von da aus dann weiter die Küste hoch durch Belgien, dann ging es durch Frankreich, Spanien, Baskenland, hoch durch Portugal und von da aus dann wieder zurück nach Spanien, wo wir uns hier auf diesem Platz jetzt wieder getroffen haben. Ja, schön. Jetzt ist mir natürlich sofort aufgefallen, ihr habt nicht mehr euren selbst ausgebauten Kastenwagen, sondern ihr habt ein anderes Mobil jetzt. Ja, wie kommt das? Zum Glück. Juppie! Ja, also Mona hat sich sofort in das Fahrzeug verliebt. Ja. Wir hatten das große Glück, Bekannte von uns haben unseren alten Bulli übernommen. Ja. Und wir haben das Glück gehabt, dass bei uns in der Nachbarschaft dieses Fahrzeug angeboten wurde. Und ich habe danach recherchiert. Und wir waren auf der Suche nach einem Wohnmobil, weil in unserem Kastenwagen einfach das Problem war, in den kälteren und in den schlechteren Jahreszeiten oder Tageszeiten konnten wir uns nicht innen drin aufhalten. Ja. Oder wir konnten uns auch nicht duschen da drin. Und das war schon, wir haben oft freigestanden oder Stellplätze gehabt, wo keine Duschen waren. Und das war schwierig für uns und hat uns so ein bisschen gehemmt, so zu campen, wie wir campen würden wollen. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir müssen sehen, ob wir eine Alternative kriegen, eine günstige Alternative, genau, damit wir uns auch reinsetzen können bei schlechtem Wetter. Wir wollten nicht immer ein Vorzelt aufbauen für 3 Tage oder sonst irgendwie. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen sehen und hatten Glück. Ja, das ist was für ein Mobil oder was für ein Fabrikat? Ja, es ist ein Knaus, es ist ein Sun Traveler, Baujahr 2001. Wir haben den bekommen, da hat er 106.000 Kilometer gelaufen gehabt. Wir haben den übernommen mit 2 Jahren TÜV und es wurde alles dran gemacht. Und wie gesagt, das Fahrzeug hat eine 2,8 Liter Maschine von Ducato und war super erhalten. Ja, er hat 3,5 Tonnen? 3,5 Tonnen, ja. Wir haben noch ein bisschen umgebaut, um vom Gewicht ein bisschen runterzuholen. Ich habe oben komplett die ganze Reling, die Heckleiter aus Aluminium und unten Reserverad mit Halter, alles abgebaut. So Raute baut, haben wir noch mal gut 100 Kilo gut gemacht, was wir dann mehr zuladen konnten. Ja, okay. Naja, das ist immer so ein Problem, 3,5 Tonnen, da genau. Ist nicht so das große Ding, ja, was man da zuladen kann. Und da hilft natürlich jedes Kilo, was man jetzt nicht mehr hat. Genau, wir haben auch zuerst, hatten wir E-Scooter hatten wir uns zugelegt, die wogen nur 10 Kilo. Und haben dann aber doch irgendwann gemerkt, dass wir die Reichweite 10 Kilometer hin und zurück. Nein, das ist für unser Alter nicht mehr entsprechend. Nein, ich sag, wenn man mit so einem Gerät Brötchen holen will oder so mal kurz Touren machen, ist es in Ordnung. Ja. Aber wir haben uns jetzt hier Glück gehabt und haben hier so normale Fahrräder bekommen, so Clubbikes. Und da sind wir super mit zufrieden. Ohne Akku zwar, aber die wiegen auch nur 10 Kilo. Ja, gut, okay. Und jetzt sind wir sozusagen wieder plus minus null. Ja. Wir haben die E-Scooter haben wir hier abgeben können an nette Leute. Ja. Die hatten da Spaß dran. Ja, passt doch. Ja. Jetzt sag nochmal Preis. Würdest du uns sagen, was, was ihr bezahlt habt? Natürlich. Also ist kein Geheimnis. Wir haben 19.800 haben wir fürs Fahrzeug bezahlt. Ja. Und gut, die Preise im Sektor Gebrauchtfahrzeuge ist sehr hoch und man muss sagen, ja, für uns war es jetzt die super Alternative,
Für uns war es ein guter Preis. Ja, ein guter Preis, so. Genau. Ja, muss man wirklich sagen. Ja. Und wir, das war gut erhalten, das Fahrzeug, ja. Im Alter entsprechend, ja. Ja. Innen und außen, ja. Ja. Wirklich. Wir können ja gleich mal ein bisschen rumgucken, ja. Gucken uns auch und von allen Seiten mal an. Simone hat sich das Fahrzeug angeguckt von innen und hat sofort gesagt, wow. Jo, das ist meins. Ja. Ja, wir hatten auch noch ein anderes Fahrzeug zur Verfügung, aber das hatten wir uns dann gar nicht mehr angeguckt, weil dieses einfach so war, wie wir es haben wollten. Man hat ja so eine Vorstellung, wie soll ein Wohnmobil von innen aussehen. Ja. Und wir mussten dann halt auch ein bisschen preislich gucken und fanden das super schön. Und damit habt ihr dann eure jetzige Reise, ihr seid, glaube ich, im Herbst oder September gestartet und dann die Iberische Halbinsel umrundet. Genau. Und da habt ihr einiges an Kilometer abgefahren. Ja, wir haben jetzt insgesamt, muss man sagen, ich habe das jetzt mal grob durchgerechnet, 4.600 Kilometer bis hierher. Und dann sind es, glaube ich, nochmal 2.300 Kilometer bis nach uns nach Hause wieder zurück. Ja, okay. Also ist schon ein Haufen Kilometer, die zusammenkommen. Ja, ihr habt müsst durch Familienereignisse demnächst wieder zurück. Seid ihr nicht so begeistert eigentlich? Wolltet ihr in der Sonne bleiben? Aber es gibt die Ereignisse sind erfreulich und deswegen fahren wir gern nach Hause. Ja. Töchterchen heiratet und bekommt ein Baby. Wir werden zum ersten Mal Großeltern und dann fährt man natürlich gerne nach Hause. Ja, wir freuen uns tierisch. Also, ach, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mir kommen schon wieder die Tränen dann. Wenn ich, das ist so, wenn man Großeltern wird, das ist schon ein Ereignis, muss man sagen. Das ist schon, klar, schon das erste Mal besonders. Und wir freuen uns tierisch. Ja, schön. Ja. Dann wollen wir mal ein bisschen gucken oder erzählst du ein bisschen zu eurem Wohnmobil oder ihr beiden erzählt ein bisschen zu eurem Wohnmobil, ja? Ja. Okay. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen hören über euer Mobil. Ich sehe gerade kleine Garage. Ja, genau. Wir haben hier eine sehr kleine Garage, aber die ist trotzdem so groß, dass wir unsere Stühle und den Tisch und alles da reinbekommen. Ja, jetzt sieht es zwar nicht so aufgeräumt aus, aber das ist alles unterm Bett verstaut sozusagen, die ganze Sache. Geht dieses durch bis zur anderen Seite? Geht durch bis andere Seite, aber hinten wird es flacher auf der anderen Seite. Da passt jetzt gerade mal, wir haben noch eine zweite Kassette für die Toilette, eine Box, weil wir auch hin und wieder mal gerne freistehen und wenn man dann mal länger bleibt, dann braucht man es nicht irgendwie, wie manche Camper, die ich auch verurteile dafür, alles irgendwo hinzukippen, kann man es dann so gut lösen. Ja. Und auf jeden Fall ja. Und auf der anderen Seite, die Garage ist sehr schmal, da haben wir dann auch die Zusatzbatterie hinten, die Aufbaubatterie, auch wieder 180 Ampere. Aber keine Lithium? Nein, ist eine AGM-Batterie und ich habe, wie gesagt, auch wieder einen 2000 Watt Wechselrichter eingebaut. Ja. Und wir haben jetzt ein mobiles Ladeteil von Wattstunde. Da sind wir gut mit zufrieden. Ja, also so ein Solarfeld, was du einfach neben das Mobil stellst und damit die Batterie lädst. Genau, genau. Okay. Also sind wir super mit zufrieden. Bringt für uns die Leistung, die wir brauchen und die für uns reicht. Ja. Und ja, wie gesagt, dann haben wir noch den Fahrradträger hinter. Wo wir losgefahren sind, hatten wir dann noch unsere Tische und Stühle hinten drauf gemacht. Ja. Und jetzt, nachdem wir die neuen Räder haben, kommen die hinten drauf und funktioniert auch super. Ja. Also, ja, der Träger ist nicht gerade das Stabilste. Der darf auch nur 40 Kilo tragen, aber mit den Rädern sind es ja nur jeweils, also insgesamt 20 Kilo und passt genau. Ne? Ja. Aber ihr kommt mit den 3,5 Tonnen hin. Insgesamt wart ihr auch für Waage? Wir waren auch für Waage gewesen und es war, glaube ich, 40 drunter? Ja, 40 Kilo sind wir drunter geblieben. Ah, ja. Okay, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wir waren auf der sicheren Seite. Ja. Natürlich hat man sich im Urlaub wieder was gekauft und angeschafft. Ja. Und gegessen und getrunken. Und Wasser, wie viel Frischwasser kann man hier tanken? Also er hat einen 100 Liter Frischwassertank und einen 80 Liter Abwassertank verbaut. Okay. Also auch für uns vollkommen ausreichend gewesen. Ja, also, ja, super. Reicht ja auch. Ja, klar. Doch. Ja. Ihr geht ja auch überwiegend auf Stellplätze und auf Campingplätze und das wart ihr auch in Portugal. Ja, genau. In Portugal ist es ja sowieso, da haben wir einen Stellplatz gehabt, das war, ich muss jetzt sagen,
kurz hinter Porto, da konnten wir noch frei stehen. Ja. Aber es wird in Portugal auch nicht mehr so gerne gesehen, wenn man sich irgendwo frei hinstellt. Und ich glaube, dass da auch schon mittlerweile Strafen ausgesetzt sind für Wildcamper oder so. Nein, wir sind dann durchaus immer auf super schöne Stellplätze gewesen da. Okay, ja, jetzt lass uns mal ein bisschen rumgucken. Wir laufen mal ein bisschen weiter hier und gucken mal das Mobil so ein bisschen von vorne auch an. Ja, hattest du, glaube ich, schon gesagt, ist ein Fiat, ne? Genau. Wenn ich das richtig sehe, ja. Fiat Ducato ist noch der, im Prinzip das alte Chassis. Die neuen haben, glaube ich, vorne andere Front noch etwas. Ja, ist, ja. Aber ist solide, läuft gut. Ja. Und also, keine Probleme. Toi, bis jetzt keine Probleme, bis auf einmal. Das waren 8 Kilometer vor Portugal, hatten wir eine Reifenpanne gehabt. Aber ja, das kann ja auch jedem passieren, sag ich mal. Das liegt ja nicht am Fahrzeug. Nee. Und da hat man dann Platten gehabt, da mussten wir dann, weil ich das Reserverad runter weggebaut habe, um eben Gewicht zu sparen, haben wir uns dann mit dem ADAC, hat funktioniert. Also du hast den ADAC? Nein. Ja, dann erzähl was dazu, oder? Ja, wir konnten die nicht ans Telefon bekommen. Wir haben über eine Stunde versucht zu telefonieren, ja, haben sie nicht bekommen. Und dann haben wir aber beim ADAC diese Pannen-App runtergeladen. Ja. Und mit dieser Pannen-App haben wir dann ruckzuck, haben die sich bei uns gemeldet und wir haben da auch im Gefahrenbereich gestanden. Also dann ging es ruckzuck. Und man muss sagen, also wirklich alles top geklappt. Also Pannen-App. Ja. Und da ist jemand gekommen mit Reifen, der hat einen Reifen dabei gehabt. Ein deutschsprachiger Mitarbeiter aus Spanien gemeldet. Also wir konnten Deutsch sprechen mit ihm. Ja. Und er hat das dann aufgenommen und hat uns dann auch sofort sozusagen den Pannendienst geschickt. Der konnte natürlich kein Deutsch, ist na klar, aber wir konnten uns gut mit Englisch verständigen. Ja. Und der hat uns dann auch erstmal so ein Dorn reingemacht. Ach so, ja. Und dann konnten wir zu der Firma fahren und dann den Reifen wechseln lassen. Und wir sind in einem Kilometer mit ihm. Am Ende hat alles geklappt. Hat super geklappt. Also wir sind froh, da zu sein im ADAC. Ja. Jetzt nochmal wieder zurück zu eurem Wohnmobil. Und zwar seht ihr das gerade, das ist ein sogenannter Teilintegrierter, ne? Oder wie nennt man den? Genau, das ist ein Teilintegrierter. Und man sieht jetzt oben, sieht es aus wie ein Alkoven, aber das Fahrzeug hat keinen Alkoven. Nee. Wir haben dadurch, dass das oben diese Erhöhung hat, haben wir ein unheimlich schönes, großes Raumgefühl innen drin. Das werden wir uns gleich mal angucken. Ja, okay. Ja, ich habe dann auch noch auf dieser Seite dann im Gaskasten bin ich hingegangen, auch aus Gewichtsgründen habe ich 2 Alugasflaschen gekauft. Und spart man sich auch noch wieder ein paar Kilo. Richtig. Also ja, man muss schon gucken, wenn man so bei 3,5 Tonnen bleiben will und so auch reisen will, weil wir auch gerne durch Orte fahren, wo man eigentlich nur bis 3,5 Tonnen durchfahren darf. Und da haben wir gesagt, ist ja alles genau richtig gemacht. Ja, solange wie wir dieses Reisen machen, ist es gut. Ja, genau. Jetzt schauen wir mal innen rein. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie so ein Wohnmobil 20 Jahre alt, ist richtig, von innen aussieht. Ja. Und dann, Simone, du gehst mal rein und wir kommen mal hinterher. Ja. Udo, darf ich vor dir gehen? Ja, natürlich. Immer gerne. Ja, dann gucken wir mal. Ja. Ja, dann sind wir hier im Inneren. Das ist hier vorne der Wohnbereich. Klein, aber fein. Ja, der Wohnbereich. Genau, durch dieses hohe, was wir haben, haben wir so ein schönes Raumgefühl. Ja, das ist natürlich ganz das aus ist wirklich, ganz. Und das ist das, was uns gefehlt hat in einem Bulli. Ja. Wir können uns hier hinsetzen, wir können Fernsehen gucken. Ja, genau. Und wir können bei schlechtem Wetter hier drin kochen. Ja, nee, das ist. Wir haben alles hier, was wir brauchen. Genau. Und fühlen uns hier richtig wohl. Ja. Und hinten ist der Schlafbereich, gucken wir gleich mal hin. Genau. Hier vorne ist die Küche. Da haben wir ganz normal, ich zeig mal. Ja. Ein Abwasch, drei Kochflammen haben wir hier. Kann ich jetzt gar nicht. Nee, das brauchst du auch nicht, das kennen wir ja sowas. Kühlschrank. Ja, Kühlschrank, ja, alles klar, ja. Nee, das ist. Fernseher können wir hier schwenken, da können wir auch mal abends im Bett noch Fernseher gucken. Ja, das ist doch gut. Hat der Udo schön selber gebastelt. Ah ja, auch gut, ja. Wir haben alles, was wir so brauchen. Ja, das ist doch eine schöne Geschichte.
Und wie lang ist das Wohnmobil insgesamt? 6,30 Meter, ne? Ja. 6,30 Meter, ja, das ist ja eine gute Größe, überall, da kommt man überall mit hin. Ja. Da hat man dann also auch keine Probleme. Hier ist auch noch schön, finde ich, massive Bauweise der Möbel. Ja. Da hat man keinen Kunststofffurnier oder wie auch immer. Nee, und das ist gut. Also, ja, wir haben zwar eine Klimaanlage, die nutzen wir aber nicht. Nee, die wird jetzt als nächstes rausgebaut. Ja. Wenn einer die haben will, kann er sie gerne bekommen. Achso, aus Gewichtsgründen willst du die ausbauen? Ja, wir nutzen die doch. Das ist aber von Dometic eine, 230 Volt braucht man dafür. Genau. Und da muss man ordentlich Strom haben, wenn man die betreiben will. Wir haben gesagt, wenn die eine haben will, soll er uns oben Dachheki einbauen. Ja. Und dann würden wir die dafür abgeben. Ja, siehst du, das ist doch ein Angebot. Das ist doch gut. Ja. Ja, und hinten habt ihr so ein Bett, das ist, wie nennt man das? Französisches. Französisches Bett nennt man. Ach so. Okay. Und dann auch noch einen großen Kofferraum drunter, also wenn wir es hochklappen. Ah, da hast du auch noch Stauraum. Viel Stauraum. Mhm. Und rechts hinten ist das Bad. Das ist das kleine. Ja, das Bad ist übertrieben. Aua! Oh. Das Bad ist ja hier. Nein, das Waschbecken ist hier. Ach so. Und, ja, da ist die Toilette. Da ist Toilette und Dusche, da kann man den Vorhang hier vorschieben und dann kann man auch duschen. Ja, okay. Kannst du mal eben zeigen, wie man den Vorhang dazu macht? Nee, das musst du nicht, aber... Könnte ich. Ja? Nee, ja, das ist aber ja gut, das ist ja für viele. Ah ja, ja, das ist... Ach so, zieht man das zu? Ach so. Man schnappt das hier rein. Ach so, und dann kann man das Ganze als Dusche... Dann kann man das hier... Ja. Ach so, ja. Zack, jetzt haben wir jetzt noch so eine... Ja. Mit Dings, dann können wir auch aus dem Fenster und außen duschen. Ja, ja, das ist nicht schlecht. Das ist doch gut. Ja, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. So ein bisschen Beschreibung eures Mobils, so ein bisschen aus eurem Leben wieder erfahren. Ich kann nur sagen, Dankeschön dafür. Würde mich natürlich immer wieder freuen, euch mal wieder irgendwo zu sehen. Ja. Wenn das möglich ist oder kann das passieren? Ja. Wollt ihr mal? Passiert. Na klar. Ja. Ja, wir sind ja immer auf euren Spuren. Ne? Ja, gut, das freut mich. Ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, dass ihr in Ruhe Großeltern werdet. Ja. Ja. Und dann wieder später nach Spanien fahren könnt. Also alles Gute. Auf alle Fälle. Danke dafür. Danke auch. Danke auch. Ja. Ciao. Tschüss. Oh, bye. Tschüss. Oh, bye, bye. Ja, das war ein kurzer Bericht über die beiden wieder. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.